Ich muss euch gleich zu Anfang meiner Predigt eine Hiobsbotschaft überbringen. Ja, es ist tatsächlich so, nicht nur, dass der Prediger so ein Totenkopf-T-Shirt anhat, nein, ich predige auch noch über Hiob, aus gegebenem Anlass. Und wer jetzt so bei sich denkt, oh, das kann ja heiter werden, der ist völlig normal. Denn genau so reagieren ja die meisten Menschen auf die Hiobsgeschichte. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich euch in der nächsten halben Stunde ein erweitertes Bild von Hiob schenken kann, das uns helfen wird, stabil durch den Sturm der kommenden Zeit hindurchzukommen. Ich meine, manchmal sitzt man doch so vor dem Fernseher und denkt sich, ich kann es einfach oder will es einfach nicht mehr hören oder sehen. Das ist mir jetzt einfach zu viel. Der Ukraine-Krieg, die Inflation, der kalte Winter, der kommt, Überschwemmung in Pakistan, Unruhen im Iran und so weiter und so weiter. Am liebsten Augen zu und wegrennen. Gott bestenfalls einen guten Mann sein lassen oder ganz mit der Kirche und dem Glauben brechen. Und dann ist immer wieder die Frage, wer kann das eigentlich alles ertragen? Und wie soll man das eigentlich alles ertragen? Das ist doch immer wieder diese Frage, die sich unwillkürlich stellt, wenn man von Unglücksfällen und Katastrophen liest, die anderen Menschen widerfahren. Merkwürdigerweise ist es ja meistens so, wenn man selber betroffen ist, dann stellt man sich diese Frage gar nicht so sehr, weil dann guckt man, dass man einigermaßen gut durchkommt. Und man antwortet auch auf die Frage, wer kann das ertragen? Äußerst selten, ich kann das ertragen. Denn wer will das schon? Niemand möchte leiden. Und schon gar nicht für einen anderen. Zwar steht am Anfang der Bibel, dass das Leiden nach dem Sündenfall hier auf der Erde zum Menschsein dazugehört. Aber niemand möchte diesen Teil des Menschseins wirklich annehmen. Und deswegen gehört eben unter anderem das Buch Hiob zu den nicht ganz so populären Büchern der Bibel. Ist ja auch klar, ne? Wer möchte schon gerne Hiobsbotschaften hören oder gar selber Teil einer Hiobsbotschaft sein? Hiob ist kein Buch, das man bei Evangelisationen findet, kein Buch, das man auf Freizeiten thematisiert oder das man gar zum Motto eines Gemeindefests machen würde. Aber zu Unrecht, denke ich mittlerweile. Hiob hat mich überrascht und getröstet. Und ich hoffe, dass es euch in etwa einer halben Stunde ähnlich geht. Wie kann das gelingen? Wie kann man Hiob tröstlich entdecken? Dazu muss man zunächst eins in den Blick nehmen. Das Buch Hiob gehört zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Und es geht im Buch Hiob um den Menschen an sich, um seine Auseinandersetzung mit der Sinnfrage, dem Leid und der Beziehung zu Gott. Und die Weisheit lebt von tatsächlich gemachten Erfahrungen und systematisiert sie, verdichtet sie in Sprache. So entstehen dann zum Beispiel Sprichwörter, die ja auch ein ganzes Buch in der Bibel füllen. Trotzdem muss und wird natürlich jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen, aber sie können so Leitsterne sein. Und die Weisheitsliteratur weiß um die Allgemeingültigkeit von menschlichen Erfahrungen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Lebensumständen. Es geht bei der Weisheit um eine Erkenntnis, die den Einzelnen wie auch eine ganze Gemeinschaft zu gelingendem Leben befähigen soll. Und so ist das auch bei der Hiobsgeschichte. Man kann die Hiobsgeschichte nicht einfach so abtun und sagen, naja, das ist ja einem anderen widerfahren, eben dieser Person Hiob. Aber zum Glück hat es ja mich nicht getroffen. Nein, auch wenn Hiob als historische Persönlichkeit höchstwahrscheinlich nie gelebt hat, ist es trotzdem geschehen. Und es geschieht immer wieder, denn wir alle sind Hiob. Wir alle haben in unserem Leben immer wieder unterschiedliche Leidenssituationen zu bewältigen und wissen oft nicht, wie wir das ertragen sollen und wie wir damit zurechtkommen sollen. Es geht uns allen doch oft so, wie Nietzsche es so schön in Jenseits von Gut und Böse ausgedrückt hat,
Wenn du lange in einen Abgrund blickst, sieh dich vor, denn dann blickt der Abgrund in dich hinein. Wenn das Unglück über einen hereinbricht, dann starren wir auf das Leiden und auf die Warum-Frage, wie das Kaninchen auf die Schlange, und sind wie gelähmt. Und genau für diese Lebenssituation will das Buch Hiob eine Hilfestellung geben. Letztendlich, sagt Hiob, geht es um die Kunst, auf das unverfügbare Geheimnis Gottes zu schauen, es auszuhalten und es dann sogar anzubeten, in welcher Form auch immer. So, jetzt habe ich im Vorfeld der Predigt etwas in einem Buch meines lieben Lehrers Nosrat Pezeshkian gelesen, dem Begründer der positiven Psychotherapie, das ich euch gerne zur Verfügung stellen möchte, weil es mir geholfen hat, Hiob noch einmal besser zu verstehen. In seinem Buch Glaube und binde dein Kamel an, stellt er sich die Frage, warum eigentlich so viele Menschen heute von der Religion enttäuscht sind und dem Glauben keine Antworten mehr zutrauen auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Lebensbewältigung im Allgemeinen und der Bewältigung des Leidens im Besonderen. Und Pezeshkian schreibt, hat Religion überhaupt noch eine Chance? Die heutigen negativen Entwicklungen des religiösen Lebens wie Massenaustritte aus der Kirche und intellektueller Widerstand gegen religiöse Wahrheiten und Werte sind als ein Teil eines Entwertungsprozesses und Auflösungsprozesses aufzufassen, dessen tiefere Ursachen nicht in einem religiösen Defizit liegen, wie viele Fachleute meinen, sondern in einer Unterscheidungsschwäche. Wichtig ist zu begreifen, dass wir zwischen Glaube, Religion und Kirche als Institution unterscheiden müssen. Kirche und Religion sind kulturelle Phänomene und mehr oder weniger eng mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Der Glaube dagegen gehört zum innersten Wesen des Menschen. Und jetzt bringt Pezeshkian in seinem Buch ein ganz schönes Bild, das mir sehr einleuchtet. Er sagt, man solle sich einfach eine Kerze vorstellen, die die Fähigkeit hat zu brennen. Drei Dinge gehören dazu, nämlich die Flamme, das Kerzenwachs und der Docht und ein Kerzenhalter. Der Kerzenhalter verhindert, dass die Kerze beim Brennen umfällt oder das Wachs sich einfach so in der Gegend verläuft. Damit die Kerze genügend Halt bekommt und dazu keinen Schaden anrichtet, stellt man sie also in solch einen Kerzenhalter. Die Kirche, die Organisation kann man mit diesem Kerzenhalter vergleichen. Die Kirche ist die Institution der Religion. Sie hat ihre Organisationsform, ihre Verwaltung. Man sagt, wann man sich zum Gottesdienst trifft, um wie viel Uhr, wie das ablaufen soll, Mitgliedschaften, Zehnten geben, Hauskreise, Liturgien und dergleichen mehr. Das alles gehört zur Institution, zur Organisation, zu dem, was ich mal Kirche nenne. Der Begriff Kirche, der steht dabei für alle Formen religiöser oder weltanschaulicher Institutionen. Und die sind nicht per se schlecht. Eine institutionelle Struktur wird immer gebildet, um eine Funktion zu erfüllen, nämlich einen Inhalt zu schützen und zu bewahren. Die Institution muss ein praktisches Bedürfnis derer befriedigen, die sie aufgebaut haben. Der Kerzenhalter bedeutet Stabilität, um die Kerze aufrecht zu halten, aber er darf nicht so übermächtig sein, dass die Flamme des Glaubens durch die Auswüchse der Institution erstickt wird. Dann zweitens, das Wachs der Kerze, das gibt der Flamme Nahrung, damit sie überhaupt brennen kann. Der Wachs und der Docht der Kerze, das ist die Religion. Religion ist ein kulturelles Phänomen, ist eng mit der Entwicklung der Geschichte verbunden. Religion besteht aus zeitlichen Werten und gesellschaftlichen Normen. Zu ihr gehören Verbote und Gebote, was man tut, was man nicht tut. Ne, wir kennen das Röcke tragen oder nicht, Kopftuch tragen, Knoten vorne, Knoten hinten, Bibel auf den Boden legen oder nicht, Alkohol trinken, ja, nein, Fluchen, Rockmusik und so weiter und so weiter. Ne?
Jetzt der Glaube schließlich. Der Glaube, der ist das Urwissen um eine höhere Macht. Es ist die Sehnsucht danach, sich mit diesem höheren Wesen in Beziehung zu treten. Und das gehört zu jedem Menschsein dazu. Das liegt in uns drin. Diese drei berühmten Fragen, wo komme ich her, warum bin ich hier und wo gehe ich einmal hin, die stellen sich die Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten. Ja, die Menschen geben natürlich unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Aber eins ist ihnen doch allen dabei klar. Letztendlich kann nur eine konkrete Gottesbegegnung diese Fragen beantworten. Und nach so einer Gottesbegegnung musst du suchen, wenn du dein Leiden ertragen können willst. Deswegen dieses T-Shirt, wenn es dir wirklich schlecht geht und wenn du vorankommen willst, dann nutzen dir keine Motivationssprüche, dann nutzt es dir nichts, wenn dir einer sagt, Kopf hoch, wird schon irgendwie, sondern dann brauchst du etwas, das dein Herz erfüllt und das die Flamme des Glaubens in dir wieder zum hellen Lodern entfocht. Und das jedenfalls führt uns meines Erachtens zum Kern des Hiob-Buchs. Und da habe ich was ganz Schönes gefunden. Der Name Hiob kommt aus dem Akkadischen. Und der Name Hiob bedeutet, wo ist der Vater? Und genau darum geht es letztendlich in der ganzen Hiobsgeschichte. Darum geht es auch immer wieder in deinem und meinem persönlichen Leiden nach der Frage, wo bist du, Vater? Wo ist der Vater? Wo ist meine ursprüngliche Geborgenheit in dieser Welt und in diesem Leben nur geblieben? Es geht um die Wiederherstellung des Urvertrauens, das durch das Leiden erschüttert worden ist. Und das Wort Glaube bedeutet ja eigentlich im Deutschen Vertrauen. Hiob, wo ist der Vater? Glaube, Vertrauen. Und diese Frage, wo ist der Vater, die nennt man auf theologisch Theodizee und eben in Alltagsdeutsch, warum? Warum passiert das alles nur? Warum passiert das mir? Was soll das? Und das Hiob-Buch zeigt uns, wie man sich im Leiden durchkämpfen kann zum Licht, zum Frieden, zur Hoffnung und dadurch eine Wiederherstellung des Urvertrauens, der Geborgenheit in Gott geschenkt bekommen kann. So, die Kerze der Gottesbeziehung besteht also erstens aus der Flamme des Glaubens, zweitens dem Wachs und dem Docht der Religion und drittens dem stabilisierenden Kerzenhalter der Institution Kirche. Und jetzt darf man im bedrängenden Sturm der Not natürlich nicht alles einfach in einen Topf werfen, damit man im Leiden das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Und das können wir bei Hiob lernen. Ich glaube, dass der Kerzenhalter im Zerbruch der Lebensumstände von Hiob liegt, das Wachs in der Reaktion der Freunde und die Flamme schließlich in der Gottesbegegnung am Ende des Hiob-Buchs. Hiob hatte ja doch zunächst einmal ein ganz schönes Leben. Er versorgte seine Familie, er opferte für seine Kinder, er gab vielen Menschen Arbeit und Lohn, er ging in die Kirche, er hielt sich an alle religiösen Regeln. Und plötzlich, ohne erkennbaren Grund, ohne dass man sich hätte darauf vorbereiten können, zerbrach seine Welt. Genauso wie wir das jetzt weltweit erlebt haben, erleben und noch erleben werden. Alles zerbricht mit dem Leiden und nichts geht mehr. Und vielleicht kennst du das ja auch schon selber aus deinem persönlichen Leben. Wenn du mit Schmerzen zu Hause liegst oder ins Krankenhaus musst, wenn du in einem Flüchtlingszelt lebst oder in einem Keller Schutz vor den Bomben suchst, da funktioniert das dann plötzlich nicht mehr so leicht mit dem Gottesdienstbesuch, dem Glauben. Du gehst dann nicht mehr in den Hauskreis, hast vielleicht noch nicht mal mehr Kraft für deine stille Zeit und selbst das Summen von Lobpreisliedern hat keine große Wirkung mehr auf dich. An Feste ist schon gar nicht mehr zu denken, ne? Und Gutes tun, das kannst du auch nicht mehr, denn du hast ja nichts mehr. Und dann merkst du plötzlich, wie du immer tauber für das Leben wirst. Du spürst schon gar nicht mehr richtig, dass du lebst, sondern du empfindest dich bloß noch wie ein schmerzendes Stück Fleisch oder, wie Martin Luther sagte, wie ein armer, stinkender Madensack. Und da ist mir bei Hiob
noch etwas anderes aufgefallen, das man schnell überliest, das mich aber irgendwie getröstet hat. Und ihr seht es in dem unteren Bild unten an seinem Fuß. Hiob 2, Vers 8. Voll Trauer setzte Hiob sich in einen Aschehaufen und suchte eine Tonscherbe heraus und begann sich zu kratzen, zu ritzen. Ich glaube, dass hier von selbstverletzendem Verhalten die Rede ist, von SVV, vom Ritzen. Ich habe damit viel zu tun in meiner Arbeit mit den Jugendlichen, sowohl in der Jugendkirche damals als auch jetzt in der Schulsozialarbeit. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, Menschen tun das, um sich im Schmerz wieder lebendig spüren zu können, weil die Lebensumstände sie so sehr einengen, dass sie völlig betäubt sind. Es geht nicht um die Lust am Schmerz dabei, sondern es geht um die Sehnsucht nach dem Leben. Und das funktioniert leider auch. Denn weil es funktioniert und weil die Lebensumstände sich ganz oft eben nicht verändern, liegt in diesem selbstverletzenden Verhalten, in diesem Ritzen so ein großes Suchtpotenzial, dass man richtig reinfällt und gebunden ist da drin. Und es nutzt dann auch gar nichts, wenn man irgendwie einfach nur sagt so, Mensch, hör doch mal damit auf, das ist doch irgendwie krank, das macht man doch nicht oder so. Das hilft alles nichts. Hier hilft nur die Erfüllung der inneren Sehnsucht, der erneute Kontakt mit dem Leben, die Begegnung mit dem Ursprung des Lebens. Das alleine hilft und danach müssen wir suchen und danach müssen wir eben dann und wann auch mit den Menschen, die uns da vor die Füße gelegt werden, suchen. Denn so, dass diese Selbstverletzung aber auf jeden Fall einen Platz in Gottes Wort hat, drinne stehen bleibt, fand ich tröstlich. Denn das sagt uns ja auch, Gott kennt solche Situationen und er weiß darum. Und er ist auch im Moment des Ritzens bei dir, auch im Moment der Verzweiflung, und zwar ganz ohne den großen Zeigefinger auszupacken. Und ich finde, das ist schon mal die halbe Miete auf dem Weg in eine neue Lebenswohnung. So, hier war also echt am Ende. Ich finde immer, da steht man doch irgendwie so fassungslos davor. Dann fragt man sich, wie kann das denn sein? Wie kann das ausgerechnet so einen Menschen treffen? Hiobs Kerzenhalter, die Institution, die Organisation, die Veranstaltung, all das gab ihm keinen Halt mehr. Ich meine, dass ihn das so in so eine tiefe Agonie stürzte, ist ja irgendwie auch klar. Jetzt musste Hiob sich der Frage seines Lebens stellen, wo ist der Vater? Im Segen, im Reichtum, in der Erledigung religiöser Handlungen war Gott jedenfalls nicht mehr zu finden. Wo ist er dann zu finden? Und in all dem, was zerbricht, beziehungsweise unter all dem, was zerbrochen war, bemerkt Hiob auch noch etwas anderes tief in seinem Herzen. Da ist etwas in ihm, das durchschimmert wie ein Stern in einem Haufen Mist, wie es der wunderbar satirische und polemische messianische Jude Heinrich Heine einmal gesagt hat. Er sagt, du fragst mich, Kind, was Liebe ist? Ein Stern in einem Haufen Mist. Und Hiob schafft es, wenigstens für kurze Augenblicke, sich zu diesem Stern durchzugraben und findet in seiner Tiefe ein Gottvertrauen, das sich unterscheidet von allem Äußeren, das gerade zerbricht und nicht mehr funktioniert. Und das zeigt sich eben in seinen legendären Sätzen, die uns so bekannt sind. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Und das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Es gibt ja drei Ursachen für das Leiden, sagt das Hiob-Buch. Erstens die Naturkräfte, Gewitter, Sturm, Umweltbedingungen oder der Körper mit seinen Organen. Ne? Das sehen wir jetzt zum Beispiel in Pakistan, in Kuba, in Florida und an vielen anderen Orten der Welt. Der zweite Grund für das Leiden ist der Teufel, der die Naturkräfte entfesselt und Menschen zu Raubzügen und anderen bösen Taten anstachelt. Das sehen wir jetzt eben im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir sehen es, wie das Regime im Iran mit Gewalt auf Veränderungen reagiert und an vielen anderen Orten mehr. Die dritte Ursache für das Leiden im Hiob-Buch ist Gott
unter dessen Augen und unter dessen Oberhoheit alles geschieht, was Hiob widerfährt. Und ich finde, das ist nun nicht leicht. Gott als die letzte Ursache für dein Leiden zu erkennen, für die Schmerzen, die du gerade empfindest, für das Unglück, das über dich hereingebrochen ist, Gott in den Blick zu nehmen und trotzdem nicht irre an ihm zu werden. Und die Hiobshaltung einzunehmen, dass Gott das Recht hat, zu geben und zu nehmen. In dieser Haltung des Vertrauens jedenfalls sagt Hiob sich nicht von Gott los. Er schreibt ihm noch nicht einmal irgendetwas Ungereimtes zu, sondern er betet vertrauensvoll. Er betet ihn an. Und ihr Lieben, das kann keine Institution, das kann keine Tradition, das kann keine äußere Form, kein Kerzenhalter erreichen, sondern das ist die Flamme des Glaubens tief in uns. Gleichwohl, das muss man auch sagen, sind solche Momente mit solchen Glaubensbekenntnissen mitten im Leiden eben tatsächlich ein Stern in einem Haufen Mist. Das sind kostbare, flüchtige Momente und die sind immer wieder gefährdet in solchen Zeiten der Not. Und man muss manchmal auch nach neuen Kerzenhaltern, nach neuen Formen suchen, die einen stabilisieren. Denn wir brauchen Stabilisierungsformen. Äußere Formen sind hilfreich. Sie stützen, sie erfüllen eine Funktion. Ja, und dann kommen wir zum Wachs der Kerze, das für die Freunde und für die Religion steht. So, wenn jemand bei dir ist, dann kann es manchmal ja gar nicht so leicht sein zu spüren, dass der andere deine Situation gar nicht aushalten kann. Und so werden nach den 6 schweren Prüfungen, die Hiob schon hatte, 2-mal Naturkatastrophen, 2-mal menschliche Feindseligkeiten, 1-mal die körperlichen Krankheiten und 1-mal das psychosoziale Leiden, ausgerechnet seine Freunde zu seiner 7. Prüfung. Immerhin halten die Freunde erst einmal, das muss man ja auch sagen, die Freunde halten erst einmal tagelang das Schweigen in der Gegenwart von Hiob aus. Sie sitzen einfach nur bei ihm herum. Und wenn du schon mal jemanden an einem Krankenbett besucht hast, dann weißt du, wie schwer das ist, einfach nichts zu sagen und nur da zu sein. Und die Freunde halten es auch aus, als dann nach tagelangem Schweigen, als es dann so richtig aus Hiob herausbricht und er sich so richtig auskotzt, Hiob flucht und jammert, er wünscht sich nie geboren zu sein. Und ich fand auch das wohltuend zu lesen, weil mir das auch vertraut vorkam. Hiob sagt im Grunde genommen, ich habe totale Angstzustände, Paranoia, Panik, der größte Horror, den ich befürchtet hatte, ist nur eingetroffen. Ich konnte mich von der einen Katastrophe noch nicht mal richtig erholen, da kommt schon gleich die nächste um die Ecke. Und ich finde das schön, dass das in der Bibel steht. Da komme ich mir verstanden vor. Das sagt mir, ich darf vor Gott auch einfach mal alles rauslassen. Er weiß es ja sowieso, abgesehen davon. Er weiß, wie es in uns aussieht. Also brauchen wir nicht so fromme Worte wählen, sondern wir können mit Gott so reden, wie es ist. Aber Hiob macht noch etwas anderes. Er macht das nämlich alles in der Gegenwart seiner Freunde. Das heißt, er mutet sich ihnen zu. Und das finde ich ganz schön mutig. Und die Freunde halten das auch noch aus. Sie hören Hiob still und aufmerksam zu. Und allein dafür kann man doch schon dankbar sein. Solche Freunde hat nicht jeder. Vielleicht hätten die Freunde dabei bleiben sollen, einfach still zu sein, nichts zu sagen und Ruhe zu bewahren. Aber die Tradition drängt sie doch immer wieder dazu, Erklärungsmuster mit dem Leidenden zu finden oder sie ihm anzubieten. Das einfach nur aushalten ist ungleich schwerer. Da ist immer dieser Impuls in uns, da muss doch was gehen, da muss doch was gesagt werden. Irgendwo muss doch ein Grund verborgen sein. Und das immer mit guter Absicht. Die Freunde von Hiob hatten die besten Absichten. Sie wollen ihren Freund trösten und sie wollen, dass sein Leiden aufhört. Ja, natürlich, sie wollen auch sich selber trösten und wollen sich davor bewahren, dass ihre erklärbare Welt am Schicksal Hiobs Schiffbruch erleidet. Auch das ist so. Die Freunde entsprechen dem Wachs der Kerze. Sie stehen für die Religion, für die Kultur. Und in der Kultur Hiobs war der sogenannte Tunergehenszusammenhang ganz klares Fundament. Wer alles richtig macht,
der wird belohnt, dem geht es gut. Und es kann einfach nicht sein, dass es so jemandem schlecht geht. Die Gewissheit des Zusammenhangs zwischen dem Tun eines Menschen und seinem Ergehen ist eine Grundkategorie alttestamentlicher Ethik. Und sie ist es im Grunde genommen heute bei uns noch genauso. Der Tun-Ergehens-Zusammenhang ist aber die Auffassung, dass der Mensch mit seinem Tun sein eigenes Geschick selbst bestimmt. Dass der, der Gutes tut, die Folgen seiner guten Taten genießen kann und dass der Übeltäter von den Folgen seiner bösen Taten eingeholt wird. Aber was hätten sie ihm auch anderes sagen sollen, die Freunde von Hiob? Es muss doch eine Erklärung für ein Leiden geben, oder? Es ist doch anders gar nicht auszuhalten. Und seien wir doch mal ehrlich, ne? Wenn du jemanden besuchst, der krank ist, ja, dann hast du auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du heilst ihn, indem du für ihn betest, suchst also mit ihm zusammen nach einer konkreten Gottesbegegnung, oder du lässt es einfach sein und bist nur da. Alles andere ist doch nur Stückwerk, diese ganze Motivationsspruchgeschichte. Da ist das Schweigen doch viel tröstlicher. Tröstlicher jedenfalls als ein falscher Trost aus eigener Unfähigkeit, dem Leidenden wirklich zuzuhören, ihn in dem, wie er leidet, ernst zu nehmen und zuzugeben, dass wir Menschen nur sehr begrenzt und oft gar nicht mit Worten trösten können. Niemand von uns verfügt doch über Trost wie über eine Sache, die man so beliebig austeilen kann. Die haben wir nicht immer im Rucksack mit. Aber es gibt so einen schönen Spruch, der heißt: Trost zu spenden vermag selbst der Liebende nicht. Er vermag aber viel mehr. Der Liebende vermag Trost zu sein. Trost zu spenden vermag selbst der Liebende nicht. Er vermag aber viel mehr. Der Liebende vermag Trost zu sein. Und wer das schafft, Trost zu sein, der ist wie ein Stern in einem Haufen Mist, in dem glänzt eine Spur von etwas auf, das ansonsten nur Gott zugesprochen wird. Trost der Trostlosen, Hoffnung der Hoffnungslosen zu sein. Und das, ihr Lieben, bringt nur die Flamme der Hoffnung, die Flamme des Glaubens zustande. Das ist es, was wirklich hilft. Und danach sucht Hiob über das ganze Buch verteilt. Hiob sucht die Begegnung mit Gott. Er sucht das persönliche Reden mit Gott mit aller Kraft, obwohl er ja selber das Licht gar nicht mehr sehen kann. Aber da mitten in der Dunkelheit, da ist es dann trotz allem doch ein Trost, daran festzuhalten, dass Gott stets alles unter Kontrolle hat. Und dass er Segensabsichten mit uns verfolgt, auch wenn sie erst am Ende einmal offenbar werden. Denn am Ende des Hiob-Buchs begegnet Gott Hiob persönlich. Aber Gott gibt Hiob dabei nicht eine Antwort auf dessen neunmalige Frage, warum? Neunmal hat Hiob Gott gefragt, warum? Und er enthüllt Hiob auch nicht seine Ratschlüsse, sondern er redet einzig und allein von seiner Allmacht, wie sie sich in der Schöpfung offenbart. Und er gibt Hiob aber damit die Antwort auf die Frage, wo ist der Vater? Die Antwort auf die Frage, wo ist der Vater, heißt: Der Vater ist bei dir, wo auch immer du bist. Wo auch immer du bist, ist der Vater bei dir. Der allmächtige Gott lässt Leid auch im Leben seiner Kinder zu und er geht mit hinein und leidet mit. Und so heißt also die Antwort auf die Anfangsfrage in der Predigt: Wer kann das ertragen? Schlussendlich ihr. Ihr könnt das ertragen, zusammen mit eurem Vater im Himmel. Ihr alle könnt das ertragen, die ihr heute Morgen hier seid. Jeder einzelne von euch heute Morgen kann seine Lebensumstände ertragen, beziehungsweise konnte sie zumindest bis zu diesem Zeitpunkt jetzt ertragen. Und ganz wichtig ist es dabei, immer wieder festzuhalten: Wenn du leidest, bist du nicht von Gott verlassen. Du hast nichts falsch gemacht. Selbst wenn du glaubst, einen Fehler herausgefunden zu haben, vergiss es gleich wieder. Bei Gott gibt es kein Siste, habe ich es dir nicht immer gesagt? Oder guck, das hast du nun davon. Vergiss die Fehlersuche des Warums
und suche nach Gott selbst, nach der konkreten Begegnung mit deinem Vater im Himmel. Hiob heißt, wo ist der Vater? Das Leiden ist letztendlich aufgehoben im Geheimnis der Schöpfung, in der Nichtverstehbarkeit, in dem unzugänglichen Licht, in dem der Vater letztendlich wohnt. Und dann in seinem jeden Verstand übersteigenden Frieden. Und wenn du es schaffst, dich dahin durchzukämpfen, dir das schenken zu lassen, dann bist du erlöst davon, nach der ständigen Antwort auf das Warum zu suchen, weil du die schweigende und mitfühlende Gegenwart des Erlösers in dir, in deiner Situation, in deinem Herzen spürst und die Flamme des Glaubens brennt. Diese Erfahrung wünsche ich uns allen von ganzem Herzen zu jeder Zeit, nicht nur im Leiden, aber ganz besonders auch da. Amen. Amen.